Trauergottesdienst in Zug am 1. Oktober 2001. 14 Kerzen brennen für 14 Kantons- und Regierungsräte. Sie alle wurden Opfer eines Attentats, wohl dem grausamsten der Schweizer Kriminalgeschichte. Begangen hatte es Friedrich Laibacher. Mit seiner Tat schockierte er die ganze Schweiz und veränderte das Leben von vielen. Ich reagiere auf so Attentate, auf so Familiendramen mit einer unglaublich dünnen Haut. Lange Zeit, wenn ich zum Beispiel in einem Tram gefahren bin in Zürich, jemand hinter mir so das Klappfenster zugetätscht hat, das war für mich so ein Knall, der mich gerade wieder erinnert hat an einen Schuss. Der Fall von Friedrich Laibacher hat in vieler Hinsicht ein Umdenken bewirkt. Es geht um die Sicherheit der Behörden, Parlamentsgebäude, Gerichtssäle. Aber es geht auch ums Waffenrecht. Also, wie weit muss man Waffen kontrollieren? Und es geht auch um die Frage, was macht man mit Personen, die psychisch anfällig sind. Der Tag, der alles veränderte. Der 27. September 2001. Kurz nach der 22:30 ist eine Alarmmeldung reingekommen. Explosion im Regierungsgebäude. Wir sind dann sofort daher gekommen, vor das Regierungsgebäude. Und das Erste, was wir angetroffen haben, war, Leute, die draußen gesessen sind, nicht ansprechbar. Leute, die rausgekommen sind, mit Blutspuren in dem Sinn. Der erste Gedanke war, es handelt sich um eine Hauptübung. Es hat gut präparierte Opfer gehabt, mit Blut. Sie waren auch sind nicht ansprechbar gewesen, an und für sich so, wie es in einem Übungsdienst ist. Es war eine verwirrte Situation im Stegenhaus. Es sind Leute, die geschrien haben, Hilfe gerufen haben, Leute, die die Stege wieder abgekommen sind oder auch auf den Stegen gesessen sind. Und es ist an und für sich, ich sage es mal, eindrücklich für eine Übung. Aber doch, je näher dass man am Ratssaal entgegengekommen ist, hat man dann doch gemerkt, dass da handelt es sich nicht um eine Übung. Das ist Realität. Diese Realität war so unfassbar, dass die Betroffenen nicht wussten, wie ihnen geschah. Weil die alte Möblierung so Deckel hatte, ist irgendwann mal so ein Deckel runtergegangen. Und schaue dahinter. Und dort kommt ein Kantonsrat rein und ruft in Deckung. Und ich bin runter, sofort unter den Tisch. Und dann hat es angefangen, laut zu tätschen. Dann habe ich für mich gedacht, ja, komisch. Das tönt für mich wie Schulseefester, aber jetzt haben wir doch gar nicht die Jahreszeit. Und dann dachte ich, jetzt müssen wir einfach mal ruhig sein. Und dann hat es angefangen zu schiessen. Und dann sind wir einfach da unten geblieben und haben uns nicht bewegt. Das Nächste, wo ich mich dann erinnere, sich da mit ganz vielen Leuten am Boden unten gelegen bin. Ich habe es nicht verstanden, wieso wir am Boden unten liegen. Ich bin aufgestanden, bin ja da gerade unter dem Fenster gelegen, habe das Fenster aufgetan, drehe mich um. Und habe das erste Mal realisiert, was eigentlich in diesem Raum abgeht. Und schaue direkt an den Täter hin, der hier ein paar Meter vor mir steht. Zum Glück den Rücken zu mir zugekehrt hat. Ich mag mich gut erinnern, es stand die Polizei. Und der Täter war gerade am Frischladen. Und ich habe dann einmal zwischendrin ein Telefon genommen. Und auf die Redaktion angerufen und gesagt, sie sollen die Polizei aufbieten und die Feuerwehr und die Sanität. Und wir seien überfallen worden. Also, was ich gesehen habe, das sind die Leute, die tot sind. Ich weiss noch, ich habe mich noch mal kurz zum Fenster zurückgewendet, habe mir überlegt, soll ich rausspringen. Da geht es aber sehr viele Meter durchab auf Steinplatten. Und ich habe mich dann entschieden, ich getraue mich nicht. Und dann hat es aber zwei Journalisten gehabt, die verletzt waren mit einem Streifschuss und der andere hat irgendwie Beinverletzungen gehabt.
Und vorher war eine Journalistin, die war ziemlich verletzt, auch im Beinbereich. Und das sind dann so die Zehntelsekunden, wo einem dann so das Leben, oder mir so das Leben durch den Kopf gegangen ist, wo ich gemerkt habe, es ist schade. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich von dieser Welt gehen. Schade, kann ich mit meinem Partner das Leben nicht mehr geniessen. Schade, können wir nicht mehr heiraten. Das sind all die Sachen, die mir so in ganz wenigen Sekunden durch den Kopf gegangen sind. Und ich weiss noch das Gefühl, ich habe einfach gewartet, bis der Schuss mich trifft. Und dann ist das ein paar Sekunden ist das vorbei gewesen mit dem Ganzen. Also, als ich rausgekommen bin, war sehr viel Verkehr, viele Sanitäter und Leute und Ärzte. Und da ist Monika Hutter gelegen, als ob sie sich ausruhen würde oder vielleicht schon verarztet worden wäre. Und es war einfach niemand da. Und dann habe ich gerufen, schaut einfach niemand da für Monika Hutter, was ist los? Und dann ist einer von den Sanitätern aufgestanden und hat gesagt, Ruppi, sie ist schon gestorben. Innerhalb 2 Minuten und 34 Sekunden erschoss der Attentäter 14 Menschen und verletzte 18 weitere, zum Teil schwer. Danach richtete sich Friedrich Laibacher selbst. Ich glaube, das ist so eine Geschichte von jemandem, der sich immer mehr soziopathisch verhalten hat und wo immer mehr querulatorische Klagen gegenüber den Behörden erhoben hat. Und da haben die einfach normal reagiert. Man hat sogar versucht, einen Kompromiss mit ihm zu finden. Man hat ihn durchaus ernst genommen, aber er hat einfach mit seinen Klagen auch keine Chance gehabt. Friedrich Laibacher war in Zug kein Unbekannter. Der 57-Jährige war immer wieder bei den Behörden vorstellig geworden. Meistens, um sich zu beschweren. Die letzten Gespräche fanden am Telefon statt. Sie haben ihn noch nie. Es sind aber zwischen ihm und mir ungefähr 5 Telefongespräche stattgefunden, wo er sein Anliegen mir geschildert hat und gefragt hat, was für rechtliche Möglichkeiten er hat. Er hatte einen Konflikt gehabt mit einem Chauffeur von einem Verkehrsunternehmen, wo er ihm vorgeworfen hat, er fahre in angetrunkenem Zustand um. Der Chauffeur der Zuger Landverkehrsbetriebe und Friedrich Laibacher lagen zu diesem Zeitpunkt bereits 3 Jahre lang miteinander im Streit. Begonnen hatte das Drama am 17. Oktober 1998 im Restaurant Barburg in Baar. Bei einem Wirtshausstreit legte sich Friedrich Laibacher mit dem Chauffeur an und bedrohte ihn mit einer Pistole. Schon damals war Laibacher als Querulant bekannt. Alle Leute haben angezündet am Tisch. Krach gesucht. Darum ist ja der Herr Bächer raus. Zum Herr Bächer hat er gesagt, stopp, besoffener Sauhund, fahrst noch Bus. Ein Vorwurf, der zu einer ganzen Reihe von Anzeigen führte. Der Ausgangspunkt ist eine Anzeige von einem Chauffeur gegen den Herrn Laibacher wegen Drohungen ist bedroht worden. Die beiden haben offenbar eine Wirtshausstreitigkeit gehabt. Ursache dort dürfte der Vorwurf sein vom Herrn Laibacher an den Chauffeur, dass der betrunken soll mit dem Bus gefahren sein. Aus dem heraus hat sich dann eine regelrechte Schlacht entwickelt vom Herrn Laibacher gegen den Chauffeur. Er hat den mehrfach beanzeigt wegen verschiedenen Delikten bei uns. Und schließlich ist es gipfelt eine Zivilrechtsstreitigkeit zwischen der ZVB und dem Herrn Laibacher. Ärztliche Gutachten entlasteten den Buschauffeur. Das aber verstärkte Laibachers Überzeugung, dass er es mit einer Verschwörung zu tun hatte. Deshalb klagte er fast alle an, die mit dem Verfahren etwas zu tun hatten. Auch die Vizepräsidentin des Kantonsgerichts, die den Ehrverletzungsprozess zwischen dem Buschauffeur und Laibacher behandelte. Es wurde immer wieder erwähnt, die Justizmafia. Das hat er immer erwähnt, die Richterklicke, die alle Amtsmissbrauch begeht, rundherum. Er hat immer von staatlicher Korruption, er hat von einem Privatprozess vom Regierungsrat Biesig gegen ihn, beziehungsweise den Steuerzahler, oder? So hat er immer argumentiert. Und am Schluss ja sogar noch, hat er ja dann sich zur Aussage hineingesteigert, dass wir hier einen Hexenprozess führen.
In seinem Frust und seiner Empörung wandte sich Friedrich Laibacher an die Medien. Er schrieb einen Leserbrief, den er in der Zuger Zeitung veröffentlicht sehen wollte. Wir haben den Leserbrief nicht publiziert oder die Geschichte nicht publiziert. Wir sind der Sache nicht nachgegangen, nachdem wir an verschiedenen Orten recherchiert haben und auch in die Überzeugung gekommen sind, ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Was zu viel? Es ist zu viel, was der behauptet. Das könnte jetzt, eigentlich stimmt das wahrscheinlich nicht. Schließlich suchte er auch den Kontakt mit dem Kanton. Er schilderte dem Landschreiber seinen Missmut über die Zugerlandverkehrsbetriebe und die Untersuchungsbehörden. Das letzte dieser Gespräche fand etwa 10 Tage vor dem Attentat statt. Ich habe am Telefon erlebt, als juristisch überraschend gut versiert, als entschlossen, entschieden, korrekt, fordernd und vor allem nie drohend. Haben Sie denn das Gefühl, Sie seien zu einer Einigung bei diesen Telefongesprächen? Nein. Aus dem Telefongespräch ist herausgegangen, dass er natürlich andere Antworten von mir erwartet hat. Und von einer Einigung an dem Telefongespräch konnte man nicht reden. Ich hatte einfach den Eindruck gehabt, dass er das Bedürfnis hatte, mit jemandem offen und ohne Zeitdruck über die Probleme zu reden. Aber Friedrich Laibacher konnte sich weder mit dem Kanton noch mit den Zugerlandverkehrsbetrieben arrangieren. Für mich kommt einfach immer wieder ein Begriff, ein absolut rechthaberischer Mensch. Also, wenn ich mich einfach zurückerinnere an das erste Gespräch, wenn ich ihm versucht habe darzulegen, was es mir intern unternommen haben, was die Untersuchungsresultate sind, dann interessiert ihn das eigentlich nicht, weil er hat Recht mit dem, was er mir geschrieben hat. Alles andere interessiert ihn nicht. Das ist so einfach komplett rechthaberisch. Und wenn ihm jemand nicht Recht gibt, dann ist das ein Find. Friedrich Laibacher hatte einen schwierigen Charakter. Zu diesem Schluss kommt auch ein psychiatrisches Gutachten, das über 180 Seiten umfasst. Friedrich Laibacher hatte eine ausgesprochen auffällige Persönlichkeit. Wir würden das als eine sogenannte Persönlichkeitsstörung bezeichnen. Der erste Problembereich ist eine pathologische Egozentrik. Das bedeutet, dass Bedürfnisse und Wünsche der eigenen Person völlig über alles andere gestellt werden. Das, was ich wünsche, das, was ich fühle, ist der Maßstab aller Dinge und der Maßstab für die Bewertung aller Phänomene. Zweiter Problembereich, großartiges Selbstbild, also die Überzeugung, besonders wichtig zu sein, besondere Fähigkeiten zu haben und deswegen eine besondere Bedeutung zu besitzen. Dritter Problembereich, ein Impulssteuerungsdefizit. Das bedeutet, dass Impulse schlecht gefiltert werden, sondern 1:1 ausgelebt, ausagiert werden. Vierter Bereich, Zwanghaftigkeit. Das heißt, dass Menschen, die zwanghaft sind, sind auf Details fixiert, auf Kleinigkeiten. Dazu kamen erhöhtes Angstempfinden sowie Wut und Hass. Psychisch auffällig war Friedrich Laibacher schon als Kind. Er wuchs zwar in Zug in sogenannt behüteten Verhältnissen auf, doch geriet er schon früh mit Autoritäten in Konflikt. Das geht aus mehreren psychiatrischen Gutachten hervor, die in seiner Kindheit gemacht wurden. Der Explorant wurde am 21. Juli 1944 in Zug geboren. Der Explorant hat sich schon früh als ein schwieriges Kind gezeigt, über das die Eltern bald die Autorität verloren. Bis zur 5. Klasse ging er hier zur Schule. Die Erinnerung, die ich habe, dass er als Kind aggressiv war, dass er immer seine Schulgespanne beherrschen wollte. Und dass er, wenn man nicht ihm gefolgt hat, also dass er da angriffig war. Er war als unverbesserlicher Kerl bekannt. Als er als 13-Jähriger wegen einer Schießerei in eine Strafuntersuchung hineingezogen wurde und nach einer Auseinandersetzung mit seiner Mutter einen Wutanfall bekam, wurde er hierbei tätlich und erklärte ihr, sie, die Mutter, müsse ihr billiges Leben hergeben, er gebe keine Ruhe, bis er ihr Blut sehe. Friedrich wurde mit 13 Jahren vorübergehend in die Strafanstalt zugesteckt. Später kam er, mit dem Einverständnis der Eltern,
ins katholische St. Georgsheim in Bad Knutwil. Dort sagte ein Gutachter über den 16-Jährigen: Ich betrachte Fritz Laibacher als nicht ungefährlichen Psychopathen. Im Einzelnen bietet Fritz das Bild eines haltlosen, auf bequemen Genuss eingestellten, anpassungsschwierigen, bedenklich gefühlskalten, krankhaft überempfindlichen, an einem schwer geschädigten Selbstwertgefühl leidenden, raffiniert berechnenden, im ganzen Gehabe unechten, der Projektion seiner Fehler verhafteten, zu hochstaplerischem Getue disponierten, sexuell verdächtigen Jugendlichen, der sich zuletzt und zutiefst nach einem gemütlichen Zuhause sehnt. Aufs Ganze gesehen muss Fritz als verwahrloster, innerlich total entordneter, für kriminelles Tun disponierter Psychopath beurteilt werden. Die Prognosen schienen nicht eben günstig. Im katholischen St. Georgsheim besuchte Friedrich Laibacher die Sekundarschule. Es herrschten enge Verhältnisse und die Buben wurden streng erzogen. Hier lernte Laibacher seinen besten Freund kennen, mit dem er ein Leben lang in Kontakt blieb. Der kannte ihn von einer ganz anderen Seite als die Gutachter. Gesellig und immer aufgestellt gewesen, muss ich sagen. Also keinerlei. Also ich musste nicht in den Boden schauen, in selber Zeit. Oder? Ich hatte sogar Geselligkeit gesucht. Das Lachen immer zuvorderst gehabt. Wenn es jemand auslachen geht, also aus seiner früheren Zeit, dann hat man es gemacht. Oder? Seit langem, langem hin. Friedrich Laibacher war nicht leicht zu fassen. Das zeigte sich auch bei dieser Gruppe von Psychiatern und Psychologen. Unter der Leitung von Frank Urbaniok versuchen sie im Auftrag von Ämtern und Behörden, das Gefahrenpotenzial von möglichen Tätern einzuschätzen, um so Verbrechen zu verhindern. Zu Probezwecken analysierten sie Jahre nach dem Attentat auch das Täterprofil von Friedrich Laibacher, ohne dass sie wussten, um wen es sich handelte. Brisant ist, dass dabei ein Großteil der Experten die Gefährlichkeit von Laibacher falsch beurteilte und sein Gefahrenpotenzial verharmloste. Ich würde sagen, es hat etwas damit zu tun, dass er ein Meister war im Verbergen, im Täuschen, im Manipulieren und sehr geschickt auch formuliert hat und wusste, wo bewegt er sich in einen strafrechtlichen Bereich hinein, wo nicht. Er hat ja auch diese juristische Teilausbildung gehabt. Und von daher führe ich das eher darauf zurück, dass ein Teil der Gruppe zu wenig hinter die Kulissen, sprich auf die Persönlichkeit geschaut hat, die dahinter steht, mit der langen Vorgeschichte, die es auch da gibt. Seither ist bei den Gutachtern eine solch gravierende Fehleinschätzung nicht mehr vorgekommen. Das wäre auch fatal, denn schließlich sollen sie Verbrechen, Attentate oder Amokläufe verhindern. Eine absolute Sicherheit bieten die Einschätzungen aber nicht. Vor allem dann nicht, wenn sie kurzfristig erstellt werden. Also man muss sagen, im Rahmen von Strafverfahren wäre es unseriös, sich auf Kurzgutachten abzustützen. Man muss die Person persönlich untersuchen. Nur so kann man die psychische Störung genau benennen und auch entsprechend Massnahmen dagegen schaffen. Also das ist ganz wichtig, dass da eine Person genauer angeschaut wird. Es ist nur in Notsituationen, wo man beispielsweise in einer Familie eine Konfliktsituation hat, wo man eben allenfalls telefonisch jemanden kurz fragt, aufgrund der Akten zu schauen, ob eine grössere Gefahr besteht. Beim Gefahrenpotenzial und der Persönlichkeit von Friedrich Laibacher gingen die Meinungen auseinander. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass er sich von verschiedenen Seiten zu zeigen wusste. Hier in Selisberg, wo Laibacher bis zum Frühling 2001 wohnte, war er als umgänglicher Typ bekannt. Im Restaurant Bahnhof war er ein beliebter Gast. Er kehrte regelmäßig ein, trank 2-3 Gläser und hatte immer einen Spruch auf den Lippen. Wir haben ihn einfach anders gekannt. Aber bei uns war er einfach der Fritz. Er ist gekommen, wir haben ihn gerne gehabt, wir haben geschnurrt mit ihm. Wenn wir ihm einen Gefallen gemacht haben, hat er das Kaffee zahlt. Das ist, hat er einen Kuchen backen, oder? Ganz anders kannten ihn die Mieter seines Chalets. Ständig belästigte er das Paar und verlangte Zutritt zum Haus.
Er hat mir auch eine Strohdate, die ich nicht aufgemacht habe, und am Morgen um 7:30 unten gestanden ist, schlägt die Türen ein, Fenster rein. Ich hatte einfach panische Angst vor ihm. Ich war schon unruhig, als ich das Gefühl hatte, er ist unterwegs. Manchmal hat er sich angemeldet, manchmal ist er einfach da gestanden. Später überhäufte Friedrich Laibacher die Künstlers und das Mietgericht mit Klagen und Beschwerden. So wie später die Behörden in Zug. Und Beschwerden führen konnte er. Denn nach der Matura an dieser Zürcher Privatschule studierte er Jura. Das Studium schloss er zwar nicht ab, doch es kam ihm bei seinen Schreiben zugute. Ich erkenne darin gewisse Grundzüge, gewisse Gewandtheit im Umgang mit Wörtern, mit juristischen Wörtern. Wir haben bei ihm zuhause auch verschiedene Gesetze gefunden. Das dringt so raus aus seinen Schreiben. Er ist gewandt im Umgang mit Wort. Auch sonst war er schlau. Immer hatte er schicke Autos und Geld. Das verdiente er sich unter anderem mit dem Verkauf von Einträgen in Branchenbücher, die aber nie erschienen. Er war ein Kleinkrimineller und hatte schon damals verschiedene Verfahren am Hals. Auch solche wegen Exhibitionismus. Im Wald bei Bremgarten zeigte sich Friedrich Laibacher mit offenen Hosen einer jungen Frau. Auch am Türlersee und in Hausen wurde er so gesehen. Wegen dieser Vergehen wurde er verurteilt. Er musste 2 Jahre in die Arbeitserziehungsanstalt. Später kaufte er sich eine Yacht. Mit ihr segelte er 1985 über den Atlantik und ließ sie schließlich auf der Dominikanischen Republik nieder. Hier verhielt er sich soweit ruhig. Er arbeitete zeitweise als Unternehmensberater und kam mit dem Gesetz nicht in Konflikt. Auf dem Schweizer Konsulat kannte man ihn zwar, aber aus anderen Gründen. Dass wir vorwiegend Zivilstandsfälle von ihm behandelt haben. Und sonst eigentlich weit das nicht bekannt ist. Er hat mehrere Mal geraten. So was ich hier sehe, muss es 2 oder 3 Mal gewesen sein. Tatsächlich hatte Friedrich Laibacher hier 3 Mal geheiratet. Und zwar innerhalb von nur 4 Jahren. Aber alle Frauen verließen ihn. 2 davon waren erst 16 Jahre alt. Aus den Verbindungen gingen 3 Kinder hervor. Er konnte ganz ruhig mit einem reden und plötzlich schickte er einen zum Teufel. Er wurde wütend, ohne dass man etwas machte. Dass er sich aber zu einem Attentäter entwickeln würde, konnte damals niemand ahnen. Das ist ja ganz klar, dass wenn man Leute kennt, kennt man sie ja nie ganz. Aber also beim Fritz hat jetzt das noch am wenigsten gedacht. Wir sind jetzt wieder in der letzten Zeit viel in Kontakt gewesen, über E-Mail. Und er hat auch nie irgendwelche Äußerungen gemacht, dass er so einen grossen Frust hat, dass er da irgendwie so etwas macht. Die verschiedenen Gesichter von Friedrich Laibacher ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Biografie. Generell haben alle Menschen die Möglichkeit, in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedliche Facetten ihrer Persönlichkeit zu zeigen. Das machen wir alle in gewissem Ausmaß. Bei Friedrich Laibacher ist es so, dass es ein Mensch ist, der durchaus über soziale Kompetenz verfügt. Der kann gesellig sein, der kann auch lustig sein, der hat Fähigkeiten im zwischenmenschlichen Kontakt. Die gehen aber nur dann oder die sind nur dann realisierbar, wenn es nicht irgendwelchen anderen Interessen widerspricht. Wenn es einen Konflikt gibt, wenn er Dinge durchsetzen will, dann sehen wir eine ganz andere Seite. Und das ist eigentlich die dominierende Seite in der Persönlichkeit von Friedrich Laibacher. Um bei einer Person die dominierenden Aspekte und die Risikodisposition einzuschätzen, wurde von Frank Urbaniok Fortress entwickelt. Diese systematische Analyse dient der Prognose des Gefahrenpotenzials. Dabei wird die Persönlichkeit minutiös aufgesplittet. Zusammen mit der entsprechenden Biografie erhalten die Experten so ein Persönlichkeitsprofil. Einfach gesagt, wenn wir die Person gut kennen und die Lebensgeschichte kennen und wenn wir Tatmusteranalysen machen und wir haben diese beiden Quellen, dann kann man sehr zuverlässig Gefährlichkeitseinschätzungen vornehmen. Das geht aber nur, wenn alle Akten zugänglich sind. Bei Friedrich Laibacher war das nicht der Fall. Die Unterlagen über seine vielfältigen Vergehen waren über verschiedene Kantone verstreut. Das war mit ein Grund, weshalb er ungehindert zu Waffen kam
ohne dass jemand hellhörig wurde. Man muss unterscheiden zwischen dem Erwerb von Waffen früher und heute. Früher war es relativ leicht, eine Waffe zu erwerben, insbesondere wenn man das privat gekauft hat. Da hat es überhaupt keine Voraussetzungen gegeben. Es war nicht irgendwo im Waffengesetz geregelt. Der Friedrich Leibacher hat so schon mal ein paar Waffen gekauft. Aber er hat auch im Handel Waffen erworben. Und dort war die Voraussetzung, dass man unter anderem einen privaten Strafregisterauszug beibringen muss. Jetzt, was steht in so einem privaten Strafregisterauszug drin? Da steht drin, welche Verurteilungen in der Vergangenheit gegen die Person vorgelegen sind. Jetzt hat es aber im alten System eine Möglichkeit gegeben, um die Einträge gegen aussen zu löschen. Und zwar nach gewissen Fristen hat man Anspruch gehabt, dass das gelöscht wird. Das heisst also, man hat zwar gewusst, der ist irgendwann mal verurteilt worden, aber gegen aussen ist das in dem Strafregisterauszug nicht mehr sichtbar gewesen. Und mit solchen Strafregisterauszug ist er dann in die Waffenhandlungen und hat sich weitere Waffen gekauft. Ganz so einfach könnte sich Friedrich Leibacher heute nach der Revision des Waffenrechts keine Waffen mehr besorgen. Bei der Tat hatte er ein ganzes Waffenarsenal und einen Brandsatz dabei. Gekleidet war er in eine selbstgefertigte Uniform mit der Aufschrift Polizei. Dazu trug er eine Baseballmütze mit aufgesticktem Zuger Wappen. So ausgerüstet stürmte er am 27. September 2001 den Zuger Kantonsratssaal. Innerhalb 2,5 Minuten feuerte er rund 90 Schüsse ab und zündete einen Brandsatz. Der Zufall entschied, wer überlebte und wer nicht. Vor der Tat schrieb Friedrich Leibacher ein Pamphlet. Tag des Zornes nannte er es. Er fühlte sich von den Behörden völlig unverstanden. Es ist eine Frage vielleicht, dass man einen Ansprechpartner für ihn haben müsse, sei es eben eine Ombudsperson oder irgendjemand, der ihn anlässt, der ihn ernst nimmt. Und das spricht eher für so eine Institution eben wie eine Ombudsstelle, wo Personen, die das Gefühl haben, sie werden von der Behörde nicht richtig behandelt oder immer gängelt, dass die irgendeinen Ansprechpartner haben. Ob man dadurch so einen Tag verhindern kann, das ist natürlich schwer zu sagen. Aufgrund des Attentats hat der Kanton Zug 2003 eine Ombudsstelle eingerichtet. Der sogenannte Vermittler in Konfliktsituationen behandelt im Jahr gut 100 Fälle. Von Unzufriedenheit mit dem Betreibungsamt bis hin zu Problemen mit der Zuger Polizei. Bisher konnte der Vermittler in Konfliktsituationen die strittigen Punkte zwischen Behörden und Bevölkerung klären und so eine weitere Eskalation verhindern. Damit es nie mehr zu einem Attentat kommt, wurden zudem die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Im Bundeshaus und in den Kantonsparlamenten überprüfen seither Röntgenapparate, Schleusen und Detektoren die Besucher. So soll die Sicherheit der Parlamentarier gewährleistet werden. Auch in Zug wurden solche Sicherheitsvorkehrungen installiert und zusätzlich eine Außentreppe angebaut. Das ist die einzige bauliche Massnahme, die nach einem Attentat gemacht wird im Sinne von einem Umbau. Es ist eine sogenannte Fluchttreppe oder Nottreppe. Denn das Problem während dem Attentat war, dass man keine andere Fluchtmöglichkeit hatte, außer die einzige Tür, die blockiert war. Nichts mehr erinnert heute an das schreckliche Szenario vom 27. September 2001. Der Saal samt Bestuhlung wurde renoviert. Einzig vor dem Regierungsgebäude sorgt ein Mahnmal dafür, dass das, was damals geschah, nie vergessen geht. Eine Tat, die auch deshalb geschehen konnte, weil niemand die explosive Verknüpfung von Friedrich Leibachers Handeln und seiner Psyche erkannte. Wenn man erkannt hätte, dass er so eine Art Waffe akkumuliert und so Vorbereitungen trifft, dann ist es ja eigentlich eine schwierige Frage, zu sagen, ist das schon im strafbaren Bereich und darf man dann mit der Strafverfolgungsbehörde kommen. Es gibt dort noch eine zweite Schiene, das wäre eben der zivilrechtliche, fürsorgerische Freiheitsentzug.
der greift dann, wenn jemand für Außenstehende oder für sich selber eine akute Gefahr bedeutet. Dann darf man ihn einweisen in eine Psychiatrie und ihm eben die Freiheit entziehen, gegen seinen Willen. Im strafrechtlichen Bereich, wenn es um schwere Delikte geht, sind Vorbereitungshandlungen auch schon strafbar und dann dürfte man ihn in Untersuchungshaft nehmen, also wenn das schon so weit gediehen ist. Vorher ist es Strafrecht eigentlich machtlos, weil es braucht ja immer eine Straftat, um intervenieren können. Bei Laibacher hatte niemand interveniert. Auch dann nicht, als seine erste Ex-Frau in die Schweiz kam und darauf hinwies, dass mit Friedrich etwas nicht stimmte. Das war im Sommer 2001. Ich dachte, eines Tages wird er sich töten oder etwas Verrücktes machen. Ich habe allen gesagt, Friedrich brauche Hilfe, auch der Polizei in Zürich. Aber niemand hat auf mich gehört. Zum Zeitpunkt des Attentats war seine Mutter, die damals hier in Baar wohnte, 85 Jahre alt. Die Tat ihres Sohnes hatte auch sie erschüttert. In einem Brief an den Regierungs- und Kantonsrat sowie an die Angehörigen schrieb sie im November danach: Ich hatte geglaubt, meinen Sohn zu kennen. Nach allem, was ich erfahren habe, musste ich erkennen, dass ich mich getäuscht habe. Und weiter? Das Leben jeder Mutter ist mit dem Leben des Kindes eng verbunden. Deshalb trägt mein Herz mit an der großen Schuld, die er auf sich geladen hat. Mögen ihre Narben so verheilen, dass sie nicht ein Leben lang leiden müssen. In stiller Trauer. Jeder geht mit dem Attentat anders um. Immer wenn ich den höchsten Kirchturm vom Kanton Zug zu kommen gesehen, kommt mir Herbert Arnett in Sinn. Er, der als höchster Zuger damals und Kantonsratspräsident im Schatten von dem Turm seine letzte Grabesruhe gefunden hat. Ruppi Enzler kommt immer wieder auf diesen Friedhof, um für Herbert Arnett und die anderen 13 Opfer zu beten. Auch 2009, nach knapp 8 Jahren, beeinflusst die Tat sein Leben. Abgeschlossen ist es für mich nicht, obschon die nicht mehr da sind. Was heisst das? Ich denke, es ist für mich abgeschlossen, wenn ich auch da liege. Ich kann es nicht abschließen. Ich lebe heute bewusster. Ich schaue, wenn es irgendwie geht, dass ich am Morgen aus dem Haus gehe und mich von meinem Partner verabschiede. Auch wenn wir dann noch weniger schöne Diskussionen hatten, wenn wir ins Bett gehen und morgen aus dem Haus gehen, dass wir eine bereinigte Stimmung haben. Dann auch gegenüber den Kindern. Ich habe mittlerweile 2 kleine Kinder. Dort schaue ich sehr darauf, dass sie auch andere Bezugspersonen haben, dass sie nicht bloß die Eltern als Bezugspersonen haben. Ich immer wieder denke, wer weiß, was morgen ist, was in einer Stunde ist. Die Kinder müssen sich im Leben auch orientieren ohne die Eltern. Vermutlich hätte sich das Attentat von Zug nicht verhindern lassen. Ob sich, in Anbetracht der eingerichteten Sicherheitsmaßnahmen, heute eine solche Tat verhindern lässt, bleibt ungewiss. Denn die absolute Sicherheit, die gibt es nicht.